Es war klar, dass es kommen musste, denn EA hat sich ja mit seinen CEOs, seinen Führungskräften 60 Millionen Euro ausgeschüttet und jetzt muss dieses Geld natürlich irgendwie refinanziert werden. Entlassungen waren ja schon mal check, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unser erfolgreichstes oder eins unserer erfolgreichsten Spiele nochmal ordentlich monetarisieren. Also wenden wir uns doch einfach mal Apex zu, denn die Spieler sind nicht unbedingt wirklich glücklich mit der Richtung, die EA für dieses Spiel eingeschlagen hat. Bisher hat man eigentlich sehr wenig über Apex Legends gehört, was wirklich richtig Kritik ist. Natürlich gab es so etwas wie hier das mit den Pay-to-Win-Weapon-Skins, die eine bessere Sichtbarkeit gewährleisten, ein besseres Anvisieren, was wohl wahrscheinlich eher auf hohem Niveau relevant ist und beim niedrigen Niveau nicht so eine Bedeutung hat. Kann ganz klar einen Vorteil geben, aber an sich war Apex Legends gerade von Respawn ein sehr geliebtes und geschätztes Spiel, bei den Battle Royals immer noch sehr beliebt und ich persönlich fand es auch ganz angenehm. Große Kritikpunkte gab es da nicht, aber es gibt immer mehr und gehäufte Kritikpunkte, die jetzt hinzukommen. Doch bevor wir uns in die Abgründe des Höllenfeuers stürzen, das die Kritik zu Apex Legends darstellt, schauen wir uns doch erstmal das Spiel an sich an. Bei Steam Database findet man ganz klar einen sehr guten Wert für ein Spiel, das mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, einem alten Prinzip, also Battle Royale folgt, nämlich 105.000 zur Zeit der Aufnahme. Was schon keine kleine Summe ist und auch recht beeindruckend ist, von Respawn Entertainment auf jeden Fall ein Spiel, das sehr gut angenommen wurde, auch von der Geschichte her und von den Charakteren, dem Gameplay her. Wir sehen das auch hier unten an den Jahren. Es hat stetig zugenommen oder es gab mal wieder immer wieder Schwankungen, aber an sich sind die Spielezahlen relativ stabil geblieben, was schon einiges über das Spiel aussagt. Das heißt, die Spieler sind irgendwo engagiert, sie haben Bock auf die neuen Seasons, sie haben Bock auf neue Charaktere, neue Maps und alles andere, was da eben geboten wird. Das ist natürlich eigentlich ein sehr gutes Zeichen, aber es lockt eben auch die fiesen Aasgeier an, die sich eben Publisher nennen. Denn wie wir hier nett von EA und Respawn Entertainment aufgedröselt sehen können, wird sich einiges ab August ändern in Apex Legends, denn die Premium-Pässe oder die Battle-Pass-Belohnungen werden verändert. Wir können sehr gut aufgedröselt sehen, wie sich alles verändert hat. Es gab einen kostenlosen, einen Premium und einen Premium-Bundle in der alten Variante und das jede Saison. Und ihr konntet sehen, dass die kostenlose Variante einen immer 200 Apex-Münzen gegeben hat. Man konnte 110 Stufen steigen und konnte sich dann dementsprechend, wenn man eben gescheit gearbeitet hat, für 5-mal kostenlosen Battle Pass, vielleicht für mehrere Seasons hintereinander, auch eben einen Premium-Pass alt besorgen, weil wir dann eben 1000 Münzen verdient hätten. Jetzt gibt es einen neuen kostenlosen Pass, der hat jetzt 60 Stufen und wichtig, der geht nur auf jede halbe Saison. Da müsst ihr dran denken und ihr habt nur 60 Stufen, dann dementsprechend natürlich kriegt aber auch wieder 200 Apex Münzen und ihr kriegt noch andere Belohnungen. Bei Premium Alt ist es so, dass jetzt etwas verschwunden ist, denn Premium Alt kann man mit 950 Apex Münzen kaufen. Den neuen Premium Pass, den könnt ihr nur mit 10 Euro kaufen. Das heißt, obwohl Apex Münzen ja schon die Premium Währung waren und es unabhängig davon schon teurer geworden ist, ist es so, dass es gar nicht mehr möglich ist, mit Apex Münzen das Ganze zu kaufen. Wenn sich die Leute also die Apex Münzen mit einem Premium Pass früher mal gespart hatten, weil sie ja 1300 kommen haben, konnten sie sich ja für die nächste Season den neuen Premium Pass schon wieder kaufen, ohne weiteres Geld auszugeben. Das gefällt den Entwicklern nicht mehr so oder vor allen Dingen den Publishern. Deswegen müsst ihr jetzt tatsächlich einfach 10 Euro flat geben. Es gibt also nicht mehr die Premium-Währung, sondern ihr müsst 10 Euro geben. Und denkt dran, jede halbe Saison. Dementsprechend bezahlt ihr jetzt statt 950 Apex-Münzen, die natürlich prädatorisch bei 59 liegen und ihr habt dann 50 Cent über und seid dann geneigt, nochmal Neues zu kaufen. Schlimm genug. Müsst ihr jetzt jede halbe Saison 10 Euro bezahlen. Bezahlt also 20 Euro dafür, dass ihr eben diese Halbsaison-Passes habt. Kriegt natürlich wohl auch mehr Belohnung. Das kann man schon einräumen. Und beim Premium Bundle sehen wir ein ähnliches Prinzip. 2800 Münzen waren das vorher. Das waren tatsächlich ein bisschen mehr als 20 Euro, soweit ich das gesehen habe. Aber jetzt bezahlt ihr jedes Mal 20 Euro pro halber Saison, wenn ihr eben diesen Premium Plus Bundle holen wollt, um euch wieder die Münzen freizuschalten. Was eben das Problem dabei ist, wie ich es gerade schon angedeutet habe, ihr hättet euch ja immer in diesen Passes halt diese Münzen freigeschaltet. Wenn ihr halt sehr, sehr viel gespielt habt und sehr engagiert im Spiel wart, hättet ihr die Münzen schon mal angespart für den nächsten Premium Pass. Das heißt, ihr hättet euch immer wieder diesen Premium Pass, wenn ihr einmal gekauft habt, neu holen können. Hättet also einmal 950 Apex-Münzen gekauft, hättet den Pass mal bis zum Ende gesuchtet, hättet 1300 Münzen gehabt und hättet euch wieder die neue Season genommen. Und das jedes Mal wieder. Und damit wärt ihr natürlich aus diesem ganzen fiesen Kaufmodus raus, sondern hättet einmal sehr gut gespielt oder immer wieder sehr aktiv gespielt und damit diesen Pass bekommen. Hier ist das nicht mehr möglich. Und die Preise sind ja, da es ja Halbsaison sind, also Halbsaison-Passes sind, auch nochmal um das Doppelte gestiegen. Das bestraft also ganz klar Veteranen, sie konstant dieses Spiel suchten, die wirklich bis zum Limit gehen, da vielleicht jeden Tag irgendwie 8 Stunden reinpacken oder sonst was, also die richtigen Freaks, wozu ich mich halt nicht bei dem Spiel, aber anderen Spielen auch zähle, die dann einfach nochmal richtig schön gesagt bekommen, ja, sorry, aber das kannst du jetzt nur mit Echtgeld kaufen. Wir wollten nämlich eigentlich nicht, dass du das konstant kostenlos bekommst, indem du das Spiel spielst, sondern wir wollen schon, dass du da noch mehr Geld reingibst. Was ich schon eine sehr bittere Methode finde, für Leute, die ja ab und zu mal reinspringen, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Wen holen sich gar nicht diesen Pass oder eben sagen, komm, einmal 10 Euro kann ich mal machen, halbe Saison spiele ich danach sowieso nicht mehr. Aber gerade Leute, die jedes Mal dieses Spiel spielen, dieses Spiel lieben, und da kenne ich auch ein paar, die
die da tausende Stunden drin haben, die werden natürlich da richtig vor den Bus geschmissen. Dementsprechend fällt auch die Reaktion der Spieler auf Steam aus. Denn wir sehen, in den letzten Tagen sind extrem viele negative Reviews dazugekommen. Das können wir hier auf Steam direkt sehen oder beim Steam Database, wo es wirklich ein vernichtendes Urteil über das Spiel gibt, weil eben viele ihren Unmut darüber äußern, dass das Spiel in seinem Zustand, wie es jetzt sich befindet, statt repariert wird, auch noch monetarisiert wird. Wir können uns auch mal ein paar von diesen Reviews anschauen. Damit ich nicht wieder den Fehler mache und falsche alte Reviews nehme, bleibe ich einfach im Englischen, denn so ist es bei mir einfach eingestellt. Ihr könnt es aber einfach sehen an den verschiedensten Sachen. Also ihr seht zum Beispiel hier, Now the new Battle Pass System, I'm deleting the game as well as most players buy. Also viele werden einfach sagen, hey, ich habe das Spiel lange gespielt, ihr seht es, 1500 Stunden und darum geht es mir ganz speziell. Ja, dieser Kerl oder diese Person ist ein absoluter Veteran in diesem Spiel, hat Stunde über Stunde dieses Spiel versenkt und ganz viele andere sehen das genauso. 700, 1000 Stunden, das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die sich mal kurz einen Account gemacht haben. Ihr seht das doch hier. Das sind Leute, die wirklich tausende oder an den 1000 Stunden gespielt haben. Das sind die Veteranen, die dieses Spiel noch eigentlich in meinen Augen am Leben erhalten. Und die gehen hier ganz klar auf die Barrikaden und sagen, mal, das geht so nicht, das ist eine Unverschämtheit. Wie kann das sein? Und wichtig ist mir vor allen Dingen auch noch herauszuheben, dass es immer mal wieder diese Kommentare gibt, dass das Spiel eben auch Freezes hat, dass das Spiel irgendwelche nicht optimierten Stellen hat, dass es halt wirklich auch Bugs hat, Glitches hat und halt wirklich Probleme hat. Das heißt, es müsste mal gefixt werden, es müsste mal etwas Verbesserung in der technischen Variante bekommen und das kommt nicht. Stattdessen kommt es dazu, dass es wieder zu einer neuen Monetarisierung kommt. Können wir auch hier an der rechten Seite, wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht gefiltert, ihr könnt die positiven natürlich auch gerne ansehen, damit ihr auch alle Eindrücke habt. Aber ihr seht zum Beispiel hier, dass das Spiel auch voller Cheater wäre. Natürlich jetzt auch nur ein Review, aber ich habe das schon von anderen Spielen auch gehört, dass da sehr viel außer Kontrolle gerät. Und genauso sehen wir hier nochmal diesen Kommentar. Die sollen zuerst mal das Spiel halt reparieren und dann sollen sie weitermachen. Nochmal, das sind Leute, gut, der hat jetzt 60 Stunden und die restlichen haben 700 bis 1000 plus Stunden und das ist schon krass. Man sieht zum Beispiel auch hier, nee, er liebt halt irgendwo EA, passt EA gleichzeitig, weil es ein gutes Spiel ist, aber eben, dass es irgendwann immer etwas Schlimmes passiert und das ist eben genau diese Monetarisierung wieder. Und hier sehen wir es nochmal, diesen Kommentar, ja, Fix Game? Nope. Aber monetarisieren? Ja. Das heißt, die Spieler sind sehr unzufrieden damit, mit dieser gesamten Situation. Dementsprechend ploppen natürlich immer mehr Artikel, wie jetzt zum Beispiel hier bei PC Games Hardware, auf, oh, Review Bombing bei Apex Legends. Was ist da los? Ich finde schon den Begriff Review Bombing immer etwas schwierig in der ganzen Sache, denn wir haben ja gerade gesehen, dass es sehr viele, oder zumindest stichprobenartig gesehen, sehr viele Spieler sind, die 1000 Stunden oder mehr in diesem Spiel versenkt haben und damit ihre Meinung zu kundtun. Und ich finde diesen Begriff Review Bombing, dass er auch so inflationär ständig benutzt wird, einfach schrecklich. Und da möchte ich auch noch ganz kurz meinen Senf zu geben. Denn was wir hier sehen oder was wir generell sehen, dass immer mehr Spiele Review-Bombing erfahren, wie es so schön gesagt wird, das ist doch kein Ding davon, dass die Spiele einfach alles böse Trolle sind und die gemeingefährlich sind und sowas. Ich hatte das ja schon mal bei Total War angebracht und ich kann es auch hier nochmal anbringen. Es liegt doch nicht daran, dass diese Spieler wirklich irgendetwas Fieses wollen oder einfach nur ärgern wollen. Es geht doch darum, dass es eine ganz klare Meinungsäußerung ist. Und ich finde diese Meinungsäußerung auch extrem wichtig. Und ich finde, dass man es immer so mit so einem, die machen lieber Review-Bombing, diese komischen Plebs abtut, ist halt komplett lächerlich. Das hat jetzt nicht unbedingt PC Games Hardware getan, aber generell ist es halt oft so, dass diese Spieler, die ihren Unmut darüber Ausdruck verleihen, halt irgendwo als Trolle, als Idioten, als Leute angesehen werden, die es ja nur böse meinen mit dem Spiel. Was doch völliger Schwachsinn ist. Wenn ich doch ein Spiel 1000 Stunden spiele, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Civilization bei mir betrachte, dann spiele ich das 1000 Stunden und auf einmal kommt da was rein, ein Spiel, was mich komplett aus dem Spiel herauswirft, was mir wirklich die Lust daran zerstört und obwohl ich ja schon 1000 Stunden darin gespielt habe, dann muss das doch was Bedeutsames sein, wo ich doch als Entwickler oder auch Publisher sagen muss, okay, irgendwie sind wir da, glaube ich, falsch abgebogen, wo man wirklich drauf reagieren kann. Aber es ist halt immer so eine Wand des Diskursstopps, dass man einfach sagt, nee, du hast jetzt einfach falsch da geurteilt, weil du bist ja nur ein Troll, du willst uns ja nur ärgern, dass du da nicht reflektiert drüber meinen kannst oder eine Meinung abgeben kannst. Wie kann ich denn reflektiert eine Meinung abgeben, wenn ich es nicht über ein Review kann? Das Review ist nichts anderes als eine Meinung zum Spiel. Und wenn ich dann eben für mich entscheide, dass diese Meinung des Spiels, auch wenn ich sie vorher schon positiv gegeben habe, sich jetzt ändern soll, weil Dinge passieren, die im Laufe dieses Spiels stattfinden, dann ist das eine absolut legitime Geschichte. Gerade in der Zeit von diesen schrecklichen Live-Service-Games ist das doch die einzige Möglichkeit. Ich kann doch nicht als Entwickler, Publisher oder auch als Journalist davon ausgehen, dass wenn ich vor 2 Jahren mal ein positives Review gemacht habe, das Spiel sich aber im Laufe dieser 2 Jahre konstant anändert, ich dann einfach diese Meinung beibehalten muss. Ich finde das wirklich schrecklich, dass man da wirklich noch hinterher ist. Und ich kann es absolut verstehen. Ich meine, wir reden davon, dass sie einfach eine Premium-Currency, also eine Währung reingesetzt haben, die man früher halt eigentlich nur kaufen konnte, außer eben man hat über den Battle Pass die Sachen bekommen. Das war
war ja nicht so, dass man es erspielte, pro Runde kriegt man 10 Apex-Münzen oder sowas, sondern man musste es ja eh schon Geld dafür bezahlen, um das zu bekommen. Und ich finde, dann sollte man auch die Leute, die sich da reinsteigern und diesen Pass immer wieder durchballern, halt auch wirklich belohnen. Nee, dann rippen die das einfach weg, nehmen diese Premium-Währung weg davon und sagen dann, nee, jetzt musst du uns flat 10 Euro bezahlen, damit du ja aus Gründen, ja, können wir eigentlich gar nicht erklären, also im Prinzip sind ja die Gründe. Ich will nicht, dass du als Veteran mit deinen angehäuften Apex-Münzen jetzt einfach da kostenlos durch das Spiel kommst. Das heißt, nach diesen 3 Jahren oder wie viele Jahre das Spiel raus ist, will man nochmal hingehen und ganz klar die Veteranen schröpfen. Und dass die dann sauer sind und auch dementsprechend eine Nachricht schreiben, und das waren ja jetzt keine schlimmen Nachrichten, wenn ich einfach sage, hey, das Spiel muss mal gefixt werden, gib uns doch nicht mehr Monetarisierung, ist das eine ganz rationale Botschaft. Ich finde das halt wirklich schade, dass wir da im Moment immer mehr in diesen Abgrund hineinfallen, wie es auch bei den Filmen ist. Es sind immer alles Trolle, egal welche Meinung da kommt, ist immer Troll, Troll. Es kann ja nicht sein, dass die Entwickler, dass die Schreiber oder sonst irgendjemand schlecht ist. Es müssen ja immer die Konsumenten sein, die diese Firmen groß gemacht haben. Das finde ich halt schrecklich, dass wir uns da immer weiter hin bewegen. Naja, ihr könnt mir mal eure Meinung sagen. Ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ich finde es halt schade für die Veteranen. Ich glaube, für fast alle anderen Apex-Spiele wird es komplett egal sein. Deswegen finde ich es jetzt nicht zu schlimm. Es ist halt wieder mal eine typische dreiste Methode, die in meinen Augen dem Spiel mehr schadet, weil halt viele einfach abspringen werden. Ja, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like, ein Abo da und ja, sucht euch sonst bei Twitch bei mir mal Spiele. Das sind allerdings nicht Apex, sondern Strategiespiele vor allen Dingen. Da könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen entspannen. Und bis zum nächsten Mal.